Hallo und herzlich willkommen zurück zu Limbo. Ja, wir müssen jetzt mal schauen, ob wir dieser komischen Leuchte-Parasiten-Kopfbedeckung nein, ausweichen können wir hier nicht. Ich kann auch nur so ein bisschen irgendwie dagegen steuern. Ah, okay, im Licht scheint sie irgendwie die Richtung zu wechseln. Habt ihr das gerade gesehen? Aber da jetzt wieder. Genau, sie wechselt jetzt die Richtung. Jetzt gerade. Jetzt müssen wir nur irgendwie versuchen. Da, hier kommen wir nicht rüber, ey, zum Verrecken nicht. Okay. Peng. Na. Okay, aber wenn ich renne, macht das Ganze einfach nur schneller. Da komme ich nicht rüber. Ich kann das hier abbremsen, aber. Ah. Vielleicht komme ich so rüber. Wer weiß. Wir werden sehen. Nein. Die Kiste geht einfach unter wie ein Stein. Wie wir auch. Okay. Boah, jetzt hätte ich was vergessen zu springen. Ja, die Jungs, die wollen das gerne essen eigentlich da oben. Warte mal. Warte mal. Ich weiß nicht, wie weit die runterkommen, aber kann ich da nicht vielleicht. Jawohl. So. Okay, da sind wir schon mal diese Kopfbedeckung losgeworden. Und jetzt schauen wir mal, wo uns der Weg jetzt hinführt. Sieht aus wie so eine. Was bist du denn für ein Ding? Wie so eine verlassene Industrieruine irgendwie. Was? Müssen wir dafür sorgen, dass da Wasser rauskommt? So, Moment. Haha, wie geil. Wie geil ist das denn? Und jetzt kommt da oben bestimmt Wasser raus. Oder irgendeine Flüssigkeit. Nein. Natürlich nicht. Das kleine Ding rennt da unten jetzt noch weiter, ne? Ah, warte mal, da ist ja jetzt so ein Hebel. Was wird das? Eine Regenmaschine angemacht? Ja, wie? Ohne Spaß, ne? Dieses Spiel hat, obwohl es so einfach ist, oder so einfach, ja, gezeichnet ist, so eine Atmosphäre.
Ich bin so dumm. Glaube ich. Jetzt, nee, jetzt war ich gerade dumm. ich muss da vorher, glaube ich, runter. Und diesen Baumstumpf ein bisschen in die Mitte ziehen, sonst komme ich da natürlich nicht dran. Aber woher will man es wissen, ne? Kommt ich denn da vorher? Ja, okay. Raus komme ich wieder. Das ist gut. Wenn wir sagen, so bis hier. Ungefähr. Okay, gucken wir mal, ob ich recht behalte. Ja. Okay. Gut gemacht. Kleiner Junge. Jetzt regnet es hier auch noch wie Sau. Haben wir hier? Oh, den Tod. Lang nicht mehr gesehen. Oh Mann, ey. Hä? Ich dachte, ich kann da weiter hochklettern. Aber dann springt er einfach da runter. Das ist natürlich nicht so klug. Kleiner Mann. Ja doch. Okay, da hatte ich wahrscheinlich gerade irgendwas falsch noch gedrückt. Na gut. Das war das Letzte, was wir von unserem kleinen Kameraden gehört haben. Verdammt, ey. Was soll ich das denn machen? Ach so, Moment. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das hier hinsetzen, das hier zumachen, darüber, hier hoch. Hoffentlich klappt das. Ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ist das so weit weg, ne? Ja, natürlich. Das war zu weit weg. Okay, aber die Kiste, die schwimmt. Obwohl die letzte schwarze Kiste nicht geschwommen ist. Aber gut. Wer bin ich, dass ich darüber entscheide? und dann müssen wir wahrscheinlich dann die Leiter hoch, dann das Ding nach links ziehen, auf die Kiste drauf, damit wir oben die Leiter wieder erreichen. So ist der Plan. So hoffe ich, dass ich es umsetzen kann. Mal schauen. So. Mal hoch und mal gucken, dass die Kiste kommt. Bitte. Ach, du willst mich doch verarschen. Ach, du willst mich doch verarschen, ey, du scheiß Ding. Weil da oben sind so Stacheln, die sehe ich jetzt schon. Ich will nicht, dass ich in die Stacheln komme. Und da ich wahrscheinlich nicht auf der Kiste stehen, dann muss ich wahrscheinlich die Leiter selber hochklettern.
wird doch schon wieder nichts, ich sehe das doch. Ach, die will mich doch verarschen, ey. Na gut. Ich weiß nicht, ob wir das hier machen müssen. Aber ich glaube nicht, dass die da durchpasst, oder? Also, klar, die passt offensichtlich nicht. Ah, ich habe eine Idee. Pass auf, ich habe eine Idee. Wir müssen uns beeilen, wie immer. So, kommen Sie mal hoch. Boah, das war gut, oder? Habe ich dir sehr auf die Schulter klopfen. So, jetzt möchte ich da hoch. Und zwar hier. So, und dann beeilen, trotzdem weiter beeilen. Man weiß nie bei diesem Spiel. Schnell, schnell, schnell. Und, nein. Und hier hoch. Ah, diese Fliegen immer, ne? Und jetzt? Und jetzt? Wahrscheinlich hier hoch. Wahrscheinlich das hier vorher aufgemacht. Weiß nur noch nicht wofür. Was hat denn? Grünbälle. Steigt das Wasser noch? Ja. Was ist das für eine Kugel da unten? Und hier kann ich wahrscheinlich nicht drauf schwimmen, ne? Natürlich nicht. Wieso auch? Brauche ich bestimmt diese Kugel da, dass ich mich da drauf stellen kann oder so. Ah, und schon tot. Kugel ist übrigens eine Boje. Okay. Und die auch nichts weiter weg machen. Aber wie kriechen die dann weg? Na ehrlich, ehrlich, ich dann darüber kicke. Oh, das wird doch schon wieder mega eng. Verdammt, ey. Kann man da das Wasser ausmachen? Das sieht gut aus. Höre, das sieht gut aus. Und jetzt schieb das bitte hoch. Ja, 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 ja. Was machst du? Was machst du? Warum denn so schräg? Sehr gut. Ich renne jetzt einfach weiter.
Weil ich nicht weiß, ob da noch wieder Wasser kommt oder nicht. Ja, mit dem Wasser, ey. Okay, gehen wir nochmal hier hoch. Hopp. Und hopp. Was passiert hier? Gut. Das ist aber was. Matsch, matsch. Und wieder dieser, ja, wir nennen ihn mal Gehirnkäfer. Ja, wie wir das schaffen mit dem Gehirnkäfer, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Limbo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es so ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.